Das Wetter ist schön, da lasse ich mal spazieren gehen. Am Seniorentreff vorbei und dann die jetzt auch schon runter zum Rhein. Die haben die Trockenheit aber gut überstanden, die fleißig Lieschen. Rechts hier jetzt zum Parkplatz. Den Weg kommen wir schnell wieder zurück. Dann gehe ich mal runter zum Yachthafen. Der Yachthafen hat so drei größere Stege. Der vordere ist der Yachtclub Pirat. Das Springkraut ist mittlerweile ein Problem, obwohl die Pflanze ja nicht schlecht aussieht. Im mittleren Steg ist der Rhein Yachtclub. Und der dritte im Bunde ist der Motorjachtclub. Da gibt es hier nochmal einen Ruderclub und nochmal eine Rudergesellschaft. Was die abgestorbenen Bäume so alles hervorbringen. Das ist hier auch meine Laufstrecke. Sind heute Jacke der Vögel oder Enten drauf. Die Freizeitwiese am Hafen. Viel genutzt wird hier die Grillhütte. Ein paar Meter, da ist man schon in der Siegmündung. Mittlerweile ist der Rhein die Sieg ja wieder gestiegen. War ja vor Wochen nur ein Rinnsal. Normalerweise müsste das Wasser bis an die Mauer stehen. Ach, der grüne Streifen hat sich noch erhalten. Das ist die Kirche von Grau-Rheindorf, Bonner Seite. Viele kleine Fische sind hier drin. Das wird demnächst auch hier alles unter Wasser stehen. Dann gehe ich gleich mal zur obersten Fahrbrücke. Da sind jetzt hier die Altarme der Sieg. Sind da kleine Fische drin? Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Doch. Hinter dem Wehr sammelt sich doch eine Menge Totholz. Die waren eine Zeit lang sehr baufällig. Und das hat man wieder repariert. Und das ist ja, glaube ich, hier alles Naturschutzgebiet. Da ist eine sehr schöne Wanderweg und auch eine tolle Laufstrecke.
Du müsstest gleich auf der linken Seite das Fischereimuseum sehen. Was die Natur so alles zaubert. Da ist ja das Fischereimuseum. Das ist ein Aalschocker. Spiegelt sich schön im Wasser. Also eine uralte Karte. Das ganze Areal ist mittlerweile ein bisschen zugewachsen. Früher konnte man hier noch Frösche hören. Das Wasser ist total mit Linsen bedeckt. Wasserlinsen. Ich meine, da drin müsste mal aufgeräumt werden. Aber vielleicht muss das ja so sein. Hinter mir verläuft eine Bundesstraße, da ist ein bisschen Lärm. Schnell weg, das ist zu laut. Ich habe noch nicht rausgefunden, was das ist. Das sieht ja eigenartig aus. Ich habe zuerst gemeint, da hätte eine was hingehangen. Das Fischereimuseum hat doch eine tolle Terrasse. Programm gibt's hier das ganze Jahr. Im September gibt's immer ein Fischerfest. Mit Kaffee und Kuchen und Räucherfisch. Dann gibt's einen Apfeltag und auch eine Taschenlampenführung. Angelkarten kann man hier auch erwerben. Das ist meine Spezialtreppe, etwa 50 Stufen. Dann gehe ich ja meistens 6-mal rauf und runter. Da gehe ich mal runter zum Steg. Aalschocker wieder, dass da früher Familien vom Fischen gelebt haben. Kann man sich heute gerne mehr vorstellen. Maifische haben die hier auch gefangen. Nennt sich hier die Scholl. Da begebe ich mich jetzt mal zu meiner Trainingseinheit. Einmal nehme ich euch jetzt mit. Sechsmal rauf und runter, weiß man, was man getan hat.
Bisschen ausschnaufen und dann geht weiter. Hier links sind einmal Pferde zu Hause. Ich habe jetzt lange keine mehr gesehen. Das ist die Blüte und das, was von übrig ist, vom Essigbaum. Aber was findet man auf dem Malven am meisten? Feuerwanzen. Sehr auffällig gezeichnet. Vollkommen harmlose Tiere. Die geben was vor, was sie ja nicht sind, giftig. Die kann man bedenkenlos anfassen. Und das sind auch sehr nützliche Tiere. Die treten meistens immer in Massen auf. Und noch blühen die Malvengewächse. Der kleine Rundgang ist hier beendet. Dann bis zum nächsten Mal.